befinden uns gerade auf dem Weg nach Paderborn. Mir dann nur immer meine Schienbeine weh von letztes Mal von der Pop-Akademie. Bereit, wenn du bereit bist. Den Checkpoint haben wir jetzt schon geschafft. Checkpoint Charlie. Dann müssen wir nochmal drücken. Und dann die Lichtschranke kommen. Die Lichtschranke messt die Zeit. Ich nehme momentan gut in der Zeit. Ich glaube, ich muss in der nächsten Runde muss ich wieder in die Box, weil ich neue Reifen brauche. Weil es doch ein bisschen anderes Wetter hat, als wir vorher gemacht haben. Und ich bin hochkonzentriert, ich bin total vorbereitet. Ja, ich bin schon. Danke. Aber noch ein Check, letzter Check. Was war das jetzt? Ja, mit an meine Füße weh. Ich hab's mir davor zweimal einen Gymboner ohne gehabt. Es tut so weh. Es tut so weh. Ich wollte zwar nicht ummerken lassen, aber es tut so weh. Ich glaube, ich hab mir meine zwei Füße gebrochen. Die Hölle! Tobi! Es tut so weh! Tobi! Wir stehen jetzt in Paderborn. Der Veranstalter hat den Gig leider ganz kurzfristig absagen müssen. War aber sehr, sehr offen und sehr anständig und hat gemeint, wir können jetzt trotzdem den Abend da verbringen und in dem Cube schlafen und mit ihm und seine Freundin noch ein bisschen feiern gehen. Und wir ziehen uns jetzt gerade um und dann ziehen wir mal ein. Also die 1,5 Stunden Tango-Unterricht, die wir genommen haben, wir zwei, haben es echt gebracht. Ja, haben sie immer so kommuniziert mit Tobi und die Kajoken lernen müssen. Mit der Kajoken Dragon Ball Z. Also zehnfache Kajoken ist zehnfache Kampfkraft. Ah, okay. Und was ist dann die Attacke? Dann, du hast nur ja, der fährt fast nur so mal. Du hast nur eine Leistungssteigerung und dann kannst du sofort erliegen. Ja, aber also ich weiß eigentlich, wann er dann das Teleportieren gelernt hat, ob das alles bei demselben Wuzi war. Ich glaube, dass er das Teleportieren gelernt hat, wo er, also dass er das kennen hat, nachdem dass er wieder vom Jenseits irgendwann mal wieder gekommen ist. Ja. Weihnachtsmarkt siegen und anschließend Shopping Spree. Weihnachtsmarkt siegen. Und Shopping Free. Weihnachtsmarkt siegen. Und Shopping Free. Oh. Kann nur jemand der Weihnachts-
Weihnachtsgedicht. Von draußen, vom Wald, da komm ich her. Ich muss euch sagen, es Weihnachten ist her. Ja, alle Tannenspitzen habe ich goldene Lichtlein blitzen. Ja, das reicht, oder? Wird's einer. Jason? Also, ich greif mal rein. Ja. Ja, du hast das Zusammenbruch, ich will das. Die beste Pink-Coverband seit Pink.